Warum verdammt nochmal kann ich auf Bohnen klettern? Ist ja merkwürdig. Das sind die Zauberbohnen, ja. Natürlich. Ja. Hieß! So, wo ist jetzt mein Haus? Ich will nach Hause. Ich will nicht zu deinem Haus, das ist eklig. Das ist arger. Ja. Das ist unaufgeräumt und... Nee. Dreckig. Ja, dreckig und voller Müll. Hallo, wo ist denn jetzt mein verdammtes Heim? Achso, ich habe ja wieder Leben. Gut, ich wäre jetzt normalerweise gestorben, also... Das wäre gerade mein Ende gewesen. Nur gut, dass ich was gegessen habe. Gut, dass ich ausnahmsweise sogar mein Bett denke. Oh, einmal. Mein Haus! Das geht? Juhu. Ich ziehe in den Dschungeltempel ein und baue mich da drumherum. Langweilig. Genau. Du baust jetzt so ein Dschungeldorf auf. Ich baue im Dschungel, ja. Das hatte ich sowieso vor. Mein Haus. Ich baue mir jetzt meine Truppe. Relativ in der Nähe von Aga. Hey, ho. Let's go. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Ah, doch, jetzt sehe ich. Entweder ist es Sepps Haus oder der Dschungel. Ich habe gerade die Minikarte an, aber bei mir sehe ich keinen Dschungeltempel in der Nähe. Siehst du, wo ich gerade bin? Also ich glaube, mein Haus siehst du nicht. Ich habe nicht mal ein Haus. Gebaut? Wenn ja, dann ja. Ich habe noch gar nichts gebaut. Nee, dann sehe ich nicht, wo dein Dschungeltempel ist. Aber ich sehe Sepps Haus. Hä? Wo bist du? Ich habe Angst. Bei mir und ich habe jetzt einfach Ways Minimap mal angemacht auf X. Aha. Und da sieht man ein Haus. X? Ja, das funktioniert nicht. Enter. Oder ach, hier. Sein, dass du's bist. Ach ja, hier, genau. Hier so ein Holzdingsbums. Ja. Ist ja Herz allerliebst. Ja. No? Da, wo ich ausmachen. Baue, seht ihr aber nicht. So, jetzt mache ich hier erstmal C. Nee, doch C, genau. Okay, das nennen wir Heim. Okay. Do your thing. So, wie mache ich das wieder aus? Waypoints disable. Good. Back. Backfish! Backfish! Entschuldigung, es kam mir gerade in den Sinn. Du, für Backfish musst du dich nicht entschuldigen. Okay. Backfish ist etwas vollkommen Normales. Das ist vollkommen. Es ist lecker. Ja. Ja. Obwohl, inzwischen kann ich das Zeug auch nicht mehr futtern. Das gab es so oft in der Schulkantine. Oh. Ja, ich meine, das ist auch noch so hochwertig vor allem, ne? Das ist ja absolut super gewesen. Aber wenigstens waren die Kantinen voll nett. Aha. Das ist doch schon mal viel wert. Ja. Na, du kennst doch die beiden noch, die waren voll okay. Hühnchen! Lassen wir es sein. Okay, lassen wir das sein. Weiß doch mal, du blöder Fisch. Ach, ist ja doch ja. Blade. Beiß an. Ja, zieh's runter. Du willst es doch auch. Zieh dran. Zieh an deinem Glück. Macht das ja, da kam was. Nein, Minecraft. Ich hab's nicht bekommen. Ach, ist doch am Arsch. Das ist ja wie Glücksspiel. Macht das langweiligste in Minecraft. Allen. Für Anfänger. Los, jetzt beiß mal an, du blöder Fisch. Meine Güte, das ist der geilste Köder, den es gibt. Das ist so ein Wurm, Junge. So ein Wurm. Nee, der verscheucht die Fische. Angel doch mit deinen Haaren, Sepp. Die sind vielen. Ja, die habe ich aber im Spiel nicht. Immer Nahrung für die Fische. Ich bin der Tod. Wie soll ich denn Haare besitzen? Hallo, jetzt beiß mal an, du Fisch. Das ist ein cooles Gimmick. Okay. Wirfst deine Haare als Angel ins Wasser. Ja, nein. Oh. Ach, ist mir zu blöd. Und ich auch mit Angeln. Tut das, wie das so schön mit den Haaren nach hinten schleudert und so weiter. Ja. Dann ist der Fisch zu dick und zieht dich ins Wasser. Und Headbang zieht er dir raus. Ja. Und zwar im Highspeed-Tempo. Ja, so. Dragon Force Tempo, verdammt. Genau. Oh, verdammt. Oh, fuck. Ja, lassen wir das. Wollen wir nicht drüber nachdenken, das ist der Tod persönlich. Hey, passt doch. So, beim. Machen wir. Jetzt muss ich mir erstmal ein Dach bauen. Der Tod hat keinen Sex. Hä? Hey, da ist Shiriki. Oh mein Gott, der Feind. Hey, stimmt. Da ist ein Sepp. Nee. Falsch. Hallo. Guck mal, das ist mein Haus. Alter. Designtechnisch ist das wirklich höchste Standard. Guck dir mal das verdammt geile Laminat hier an, ja, das ist ja mal wohl natürlich, vom Feinsten. Das ist natürlich handverlegt mit perfekter ja, geh halt, willst du mein schönes Haus nicht sehen? Das ist übrigens hier mein Schlafzimmer gewesen und das ist mein Wohnzimmer, sowie der Lagerraum, die Küche. Ich hab mich, glaube ich, schon wieder vollkommen verlaufen. Ja, ich erzähle gerade den Zuschauern mein Haus, so, ne, wunderschön hier. Das bisher eigentlich nur aus einem Raum besteht, aber egal. Nein, falsch. Es besteht aus einem Raum. Mich eigentlich ärgern. Nö. So. Ich doch nicht. Hage hat auch ein Bett. Ich nicht, ich bin einzig, der kein Bett hat. Rollen. Ich brauche nur eine Wolle, aber niemand hat eine Wolle für mich. Doch, habe ich doch gesagt. Ja, dann komm mal her und bring's mir. Gib's mir. Gib mir das weiße Zeug. Jetzt muss ich erstmal sowieso meinen Kram wiederfinden. Dann gehe ich zum Dschungeltempel zurück. Und dann kriege ich meine Wolle? Kannst du dir denn abholen, ja? Ich bin aber zu blöd, ich will das gebracht haben. Ich habe das bei Lieferando bestellt, ja? Hä, warum hängt das denn nicht? Seit wann kommt der Knochen zum Hund?
Aber das ist seitdem der Knochen zum Mund kommt. Noch nicht gehört? Seit neuestem so. Seitdem. Stand noch in der Bild? Tja, die liest auch so dir schon mal keiner. Verständlich. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt beiß doch mal an, du Kackvieh! Sag nicht, du hast immer noch keinen Fisch. Natürlich gemacht. Nicht. Weil er was kann. Tut mir leid, wenn Minecraft das halt macht. Ich bin der Zufallsgenerator. So, wenn ich einen Fisch hab, hol ich mir erstmal fix einen Ozelot. Ja. Oh, sobald. Mann, ey, ich geb's auf. Ich lasse es mit dem Fischen. Ich geh fliegen fischen. Das einzig Gute an Dschungeln, also normalerweise bin ich nicht so der Dschungelfan, aber was wirklich geil ist, ist, dass du nie Probleme mit Mobs im Dschungel hast. Richtig, du hast ja nie irgendwie Mobs, ich sehe auch nicht ein Viech. Ich sehe keine Möpse. Also ich meine jetzt das Tier. Ja. Ich mag Möpse. Ja. Ich mag Möpse auch. Ja. Welcher Mann tut das nicht? Ja. Das hat nichts mit Männern zu tun. Es gibt auch Frauen, die Möpse mögen. Ja, stimmt. Denke ich mir auch. Und wie gesagt, es geht nur noch ums Tier. Ja. Nur Felix ist wieder lachen. Nur er nimmt es wieder nicht ernst hier. Doch, ich lache nicht, ich weine. Hey, Fleisch komm. Danke. So, hier, wo war jetzt mein Haus? Da, ne? Irgendwo. Achso, ich habe einen Waypoint, ne? Ach, ich habe jetzt keine Lust sonst was. Hey, da steckt ein Schwein im Blatt. Das passiert auch oft in den Dschungeln. Ich höre hier noch ein Schwein. Hey, der ist ab. Nee, das ist Holz. Da ist ein Schwein. Ey, das sind sogar zwei Schweine. Was macht ihr denn da in dem Loch? Hä? Ihr zwei. Hübschen. Oh, ich bin fertig mit Terraform. Schweinische Sachen, ja. Ihr zwei, du. So, das nehme ich mal mit. Der passt dir schon endlich eine Wolle zugelegt. Nein, mir fehlt ihm noch eine Wolle. Was soll ich denn das hernehmen? Ich kann doch nicht einfach so ein Ding herzaubern. Ja, Arge soll herkommen. Das hab ich doch gesagt, dass ich will es geliefert haben. Ich bin, wenn ich's finde, laufe ich über dein Haus zurück. Aber ich kann nichts verstehen. Über mein Haus läufst du? Das ist aber nicht schön. Ja, ich gehe extra an deinem Haus vorbei. Achso, na gut, dann ist ja okay. Dann könnte ich dir eine Wolle geben. Ja, das ist schön, das kannst du mir machen. Wenn ich's finde. Das ist hier. Da, wo ich stehe und wo das Licht brennt, weißt du? Ah. Leute, ich habe einen perfekten Halbmond. Wunderschön. Leute, die Sterne scheinen durch den Mond durch. Was für ein komischer Stern. Oder ist der Stern vor dem Mond? Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Das würde gar nicht hinhauen. Das wäre ein bisschen heiß auf einmal. Ja, gut. Es sei denn, der Mond ist 10.000 Milliarden Kilometer groß und einfach Milliarden Kilometer weit weg. Und eine riesengroße Sonne scheint sie an. Boah, wie kompliziert. Weißt du, wie lange wir jetzt darüber noch philosophieren? Marc, wo bleibt meine Wolle? Ich glaube, dass ich den Weg nehme. Verhellung. Ich bin müde. Ich habe Bedürfnis. Ich bin müde. Ich glaube, ich gehe gleich zum Dschungeltempel. Das ist aber blöd. Ich gehe jetzt mal zum Tempel. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehenswert. Vielleicht das bin ist, ich schon das ist das achte Weltwunder, was ich erbaut habe. Musst du wissen, das ist also echt nicht ohne hier. Nicht von schlechten Eltern. Das sowieso sozusagen nicht. Das, genau. Naja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Was? Ach so, Marc, das ist übrigens mein Bier, ne? Das ist also. Das ist mein oder ist es inzwischen schon weg? Nein, es ist mein Bier. Es gibt's also noch. Nee, das kann es nicht sein. Doch. Es ist immer noch meins. Weil es ist ja meins, wie sollst du das dann getrunken haben? Ja, du kranker Witz. Steht ja auf einmal vor mir, guck mich an. Ohne was zu sagen. Oh mein Gott, der Lager. Gib mir auch eine Wolle. Ich will auch Wolle. Ich hab keine Wolle gefunden. Du bist ja blöd, was hab willst du denn hier? Hey, Moment! Au. Griff weg von der Kiste, da ist nichts Wertvolles drin. Ach, ich glaube, ich komme nochmal zurück und gucke in deine Kiste. Jetzt warte erstmal, jetzt muss ich erstmal hier. Oh, warte mal, hat er gelacht? Nee, ist noch da. So, jetzt baue ich das Bett. Suche ich nur noch den Dschungeltempel wieder da. Und dann kann ich mich auch ins Bett. Ich weiß einen Weg, Marc, folge mich hier lang. So, ich bin schon längst. Ich liege. Keine Ahnung, wo ich sehe. Ihr könnt jetzt wieder zurückkommen und, ne? Nee, ich schaue mir den Dschungeltempel an. Da hinten ist der. Er ist ja genauso weit von mir weg wie Sepp's Haus, nur halt in eine andere Richtung. Ich hab keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Nein, du läufst nicht richtig. Ich hab dich weglaufen sehen. Ach so. Du läufst in die falsche Richtung. Welche Richtung muss ich denn von Sepp's Haus aus? Richtung Südosten. Da, wo seine Mauer ist,
die Truhe ist, musst du der in Richtung Truhe die Mauer folgen. Ich sehe schon, ich bin wieder der Mittelpunkt von allem. Ja, so ungefähr. Unfreiwillig. So, jetzt habe ich das mal was zu futtern, das ist gut. Max, soll ich dir die Koordinaten geben? Mal auf die männlichste Weise mit Schnitzel reingejagt, ohne Besteck, sondern einfach so ein Small. Also, so. Einmal. Ach, das machst du auch? Ja, ich weiß nicht. Machst du das auch? Ja, ich auch. Du Nachmacher. Wie kannst du es wagen? Mir meine Idee zu... Haha, Marcel ist schon wieder gestorben. Ich schreibe mir das jetzt auf. Also, Marcel zweimal, Felix einmal und ansonsten noch niemand weiter, ne? Ich zumindest noch nicht. Ich auch noch nicht. Wo ist denn der Scheißeingang zu dem Scheißding? Ach, hier. Ich hab oben du wolltest dich ins Bett legen. Ja, ich muss erstmal das Bett, meinen Tempel finden, dann kann ich da auch mein Bett reinstellen, weil ich habe gerade mein Zeug von meiner Bude geholt. Okay, Marc ist jetzt Aga und Aga ist Marc. Ja, also, ich hab noch nicht gewusst. Tempel. Von daher bist du es gerade schlecht mitten ins Bett legen. Deswegen habe ich gesagt, Aga, wir wollten eigentlich ins Bett. Übernacht doch bei Marc. Gleich, einen Moment. Ach, Marc hat Ehebecken. Ehebecken. Ja, das Ehebecken. Nach 20 Jahren Ehe entsteht es. Der Körper verändert sich. Und man bekommt das, die Frau bekommt das Ehebecken. Oh, warum haben wir immer in den ersten Staffeln solchen Themen? Damals hat man die Liebesschaufel. Ja. Die Liebesschaufel. Die Liebesschaufel. Hardcore. Ein Hardcore. Genau. Dass du dich nicht dran erinnerst. Du kleiner Mistsack. Oh, hab ich doch gesagt. Nein, ich meine, weil Marc sich nicht erinnert. Doch, ich hab mich dran erinnert. Ja, das müssen wir ja fünfmal gesagt haben. Ja, es ist klar. Wir haben es eigentlich zur gleichen Zeit. Mir doch egal. Tja, du willst mir hier Sachen unterstellen, ja. Die gar nicht... Wow. Du unterstellst mir ja auch, dass das dein Bier wäre, ja? Also das ist ja auch falsch. Nein, das ist keine Unterstellung, das ist eine Tatsache. Ja, kann aber gar nicht sein. Doch. Nein. Doch. Wie denn? Ich habe Chris gestern ins Krankenhaus gebracht. Das ist mir Bier. Scheißegal. Das Bier ist trotzdem mir. Kann Chris krank sein, wie er möchte. Oh, ein Skelett im Dschungel. Ups. Ich hab hier gerade zwei Creeper. Es wird übrigens Tag, also mit Bett gehen lohnt sich das nicht mehr. Es sei denn, man hat andere Aktivitäten vor, aber... Ja, ich will aber so... Das wollen wir ein bisschen mal unterdrücken, solche Aktivitäten. Wenn das noch in Minecraft gehen würde, gell? Hey, Aga hat noch ein Dungeon gefunden. Ist das herzallerliebst. Da gibt's da ganz viele Minecraft-Babys. Nee, das will man nicht. Wo bin ich? Jemand will tote Babys. Ich glaube, würde Kinder machen und würde sie töten. Logisch. Oh, lecker Babyfleisch. Oh Gott. Alter, ist das eine Seele? Oh, lecker. Oh, das ist unberührt. Weißt du, weil ich der Tod bin und so, versteht ihr? Ja? Das heißt, ich muss in die Richtung. Alter, was wollt ihr bei mir? Ich will nur in Frieden hier leben. Warte mal. Bleib stehen. Du angelst mich nicht. Warum kann ich dich nicht angeln? Was ist das für ein Scheiß? Weil PvP wahrscheinlich aus ist. Nee, warte, bei uns ist PvP nie aus. Wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen assi, wenn man hier PvP ausmacht, wäre langweilig. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Man kann sich angeln? Ja, man kann sich normalerweise angeln, ja, zumindest konnte man das früher mal. Ja, und dann kannst du dich nicht mehr bewegen, oder was? Nein, man wird geangelt. Man kann dich zu sich ranziehen. Da wirst du rumgeschleudert. Geschleudert. Weißt du, Alter, warum beißt denn da kein verdammter Fisch an? Ach, das heißt nicht mehr abschleppen, das heißt jetzt abangeln. Abangeln. Ja, alles klar. Abangeln, ja. Abangeln. Da ist mein Tempel. Alter, es ist doch zum Kotzen hier. Ich angel. Du bist gerade ein bisschen laggy. Ja, es ist mir so, glaube ich, ein so. So, ich mache jetzt nichts. Ich habe jetzt eine Treppe gebaut und das reicht dann erstmal wieder für Aktivitäten in den nächsten 100 Jahren. Jetzt baue ich Scheiße. So, bei wem fange ich denn? Arge ist ja in der Nähe, ne? Ja, da ist ich. Nee, das ist Aga. Was machst du da unten? Den Dungeon abbauen. Achso, ich komme mal runter. Auf den Schwatz. Ja, auf den Kaffee. Au. Hey, cool, das ist ein Dungeon. Alter, warum hast du dich reingebuddelt? Wie? Hab ich nicht. Doch. Hab mich rausgebuddelt. Doch, hier eine Wand war vorher noch nicht. Hab mich rausgebuddelt. Ist ja super. Der Unterschied. Ach, wir sind in der Schlucht, ne? Dann sagt das doch mal einer hier. Was? Hier ist die Schlucht. Ja, gleich hier drüben. Marc, sehe so, wenigstens hat er den Eingang gefunden, aber nicht den Ausgang. Das ist doch nicht die Schlucht, oder? Natürlich. Doch, tatsächlich, lol. No, sag ich doch. Hey, da kann ich jetzt deinen Ofen plündern. Ja, plündere den ruhig, der ist eh leer. Nee, da war noch Kohle drin. Nein, kann nicht sein, ich habe meine Kohle mitgenommen. Nein. Dann hast du da jetzt Kohle rein, um mir zu sagen, dass da Kohle drin war. Nein. Ich habe die Kohle mitgenommen, lüg mich nicht an. So, das war warte, ja super. Warte.
Habe ich denn... Oh, cool, ich habe Inventory-Tweaks drin. Ist ja göttlich. So, das ist jetzt so wunderschön, wie so ein Stein mitten im Dschungel aus der Erde ragt.